Hallo und damit willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Sharp News. Nicht nur das, eben auch andere News, so Leaks und so weiter. Und heute haben wir auf jeden Fall unfassbare, interessante Sachen mit dabei. Ja, scheinbar wird wohl Wreck-It Ralph den Weg in das Spiel finden. Fortnite. Also wie das Ganze dann ablaufen wird, keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es neue Leaks. Und hier gibt es so ein kleines Trailer-Video. Und das ist tatsächlich jetzt nicht irgendwo hergekommen, sondern es ist tatsächlich in den Programm-Files drin. Also in den Promotion-Files von Fortnite. Also entweder hat Epic Games uns da ganz schön veräppelt. Oder aber, ja, Wreck-It Ralph kommt in das Spiel rein. Wie auch immer, keine Ahnung. Also, bin ich mal gespannt. Ja, ups, jetzt habe ich mich selber... hier abgeschossen. So, dann gibt es einen weiteren Leak. Und das ist sehr interessant, also... FNBR hat wohl Informationen bekommen aus irgendeiner anonymen Quelle, keine Ahnung, welche Sets an welchem Tag im November noch erscheinen werden, bis Ende November. Da haben wir vom 22. November bis 23. November Raptor und Detective Set, 23. und 24. Tender Defender und Wukong Bundle, 24. und 25. Tender Defender und Rex Bundle, 25. und 26. Taro und Highland Bundle, 26. bis 28. V-Day und Hippies und Battle Pass Tiers, 28. und 29. Viking und Vampire und Battle Pass Tiers und 29. und 30. Spiders und Garage Band Sets. Ja, das kann eine Fehlinformation sein, das sage ich gleich im Vorfeld, kann aber auch stimmen. Wir werden es jetzt die nächsten Tage dann sehen. Lassen wir uns doch einfach mal überraschen. Also auf jeden Fall ist die Detective Sets. Wir gucken mal heute. Wir haben ja heute den 22. Schauen wir einfach mal rein, was denn so da ist. Also, jetzt geht's mal los hier. Item Shop. Hier haben wir tatsächlich Raptor. Ja, da ist er. Der Raptor. Raptor Satchel. Also eigentlich hier der Raptor. So sieht er aus. Die meisten von euch kennen ihn ja bestimmt schon. Ja. Finde, der sieht nicht so schlecht aus. Sorry, bin da drauf gekommen jetzt. Finde, der sieht nicht so schlecht aus, der Raptor. Und der kriegt von mir immerhin mal 6 von 10. Der Raptor. Dann schauen wir doch einfach mal rein, wie momentan eure Benotungen für den Raptor sind. 4,08 von 5 bei 83 Votes. Am 14. Januar 2018 das erste Mal drin gewesen. 18 Mal seitdem 66 Reminders. So, dann haben wir diesen Party Animal Slurp. Diese Picke. Ist so geil, ne? Ich finde die echt mega witzig irgendwo. Also, das ist für mich eine der coolsten Picken irgendwie. Und die kriegt von mir tatsächlich, die Slurp kriegt von mir 10 von 10. Ich glaube, ich habe noch nie einer Picke 10 gegeben. Aber ich denke, die Slurp-Picke hat es tatsächlich verdient. So, irgendwie habe ich jetzt hier ein klein wenig Scheiße gebaut. Jetzt muss ich nochmal gucken, wo ist sie dann, die Slurp-Picke? Komm schon! Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Na, auf jetzt. Wo ist das Ding? Ach so. Da, alles klar. Ja, und dann schauen wir doch einfach mal hier rein. 4,63 von 5 bei 8 Votes. Am 7. Januar 2018 das erste Mal drin gewesen. 17 Mal seitdem 67 Reminders. Also, ist schon gut angekommen. Jetzt kommen wir hier zu diesem Detective-Set und auch das war ja in diesem Leak quasi mit dabei. Also bis jetzt stimmt das noch so.
Ich finde den Detective echt irgendwo cool. Da geht von mir 7 von 10. Der Sloyth. Dann schauen wir uns doch mal den Sloyth an. Oh! 5 von 5 bei Peer Votes, 19 Reminders. Am 2. Juni 2018 aber das erste Mal drin gewesen. So. Dann geht's weiter. Dann haben wir hier Gumshoe. Und auch die finde ich ganz cool. Und auch die kriegt von mir 7 von 10. Auch hier hinten die Kamera ist echt cool gemacht, das Ding irgendwo. Also 7 von 10 kriegt die Gumshoe von mir. Gucken wir mal, wie das aussieht hier aktuell. 4,27 von 5 bei 15 Votes am 2. Juli 2018. Das erste Mal drin gewesen seitdem. 5 39 Reminders gesetzt. So, und dann haben wir hier noch den Noir. Und den finde ich sogar noch cooler als den anderen. Der kriegt von mir 8 von 10. Der Noir. Und dann schauen wir mal hier 4,86 von 5 bei 7 Votes, 40 Reminders, 5 drin gewesen, 2. Juli 2018, das erste Mal. Dann haben wir hier diese Magnifying X und die finde ich nicht wirklich so prickelnd. Ihr kriegt von mir 5 von 10, die Magnifying X und ja, soll nicht so gut angekommen. Also hier 3 von 5, bei einem Vote nur, 6 Reminders. So. Aber jetzt kommt das Ding, was ich mega geil finde. Ich finde den so sensationell geil. Da vorne noch das Lama drauf anstelle von der Emily beim Rolls-Royce. 10 von 10 kriegt von mir da hinten. Dieser ist so schön gemacht. Und da hinten noch dieser Regenschirmständer noch. Dieser Doppel-Dreifach-Auspuff kann man eigentlich sagen. 10 von 10 hat das Ding verdient. Ich finde den richtig nice. Das habe ich schon ein paar Mal gesehen. Und ich finde das Ding einfach nur genial. Also solche Gleiter finde ich klasse. 4 von 5 bei 6 Votes. Und naja, viele Reminders hat er nicht. So. Wenn man sich anguckt, wie das Ding sich aufbaut, ist schon mega geil, ne? Also, Hammer. Ja, dann sind wir hier auch schon mit durch. Dann kommen wir zum Cloaked Star. Und der Cloaked Star verdient auf jeden Fall 8 von 10. Ja. Schauen wir mal. Cloaked Star. 4,09 von 5. 35 Votes, 24. September 2018 das erste Mal drin gewesen. 201 Reminders, das ist echt heftig. So, und dann haben wir einen neuen Emote, der Crazy Feet. Ich habe den jetzt noch nicht gesehen, gucken wir uns den mal an. Also, wenn einer so deppert vor mir rumhampeln würde, ich habe so einen schon mal in der Disse, schon mehrfach habe ich schon solche Leute in der Disse früher gesehen. Wenn einer so, der macht sich ja lächerlich. Das ist ja mal mega schlecht. Was ist denn das für eine Scheiße? Sorry, aber das Ding finde ich grausam. Und da geht von mir auch nur... Mach den weg. Mach den ganz schnell weg hier. Ganz schnell weg. Also das ist ja... Was hat denn der sich eingeworfen, ey? Ich bin gerade geschockt. Ich glaube, ich werde heute Nacht schlecht davon schlafen, ey. Eieieiei. Habe ich mich so auf den neuen Emote gefreut und dann kommt da so ein Schrott rein. Also Crazy Feet, kein Wunder, dass da bis jetzt auch noch kein Rating dafür da ist. Also, man kriegt auch von mir 2. Also, da bin ich jetzt hart, da kriegt von mir echt nur 2 von 10.
Sorry, aber das ist. Haben wir eine Lightshow? Eine Lightshow ist schon ganz cool, muss ich sagen. Er kriegt von mir auf jeden Fall wenigstens mal 6 von 10. Ja. 2,36 von 5 bei 14 Votes. Oh mein Gott. 4. Mai 2018 das erste Mal drin gewesen. 22 Reminders. Ja. Der Cloud Strike ist halt wieder ein Standardgleiter mit einer kleinen Animation drauf, aber haut mich jetzt auch nicht so vom Hocker. Aber wenigstens die Animation ist okay. Da kann ich, sag ich mal, wenigstens 4 Punkte drauf geben. 4 von 10, einmal 3,57 von 5 bei 14 Votes. Ist jetzt auch nicht der Oberknüller, aber naja. So, und dann haben wir einen, den habe ich mir selber geholt. Fortnite, bam, 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 bam. Mega, 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 mega geil. Ich liebe diesen Emote. Der kriegt von mir glatte 10 von 10. Der Headbanger. Ritchie Headbanger, schmeißt das, der hier nicht gut ankommt, ist mir scheißegal, ich finde den geil. 2 von 5 bei 4 Votes. 27. Oktober 2018. 49 Reminders. Ja. Und es ist mir wascht, ich finde den geil. Headbanger. So. Ja, und da haben wir die Lucky Picke und die ist also wirklich unterirdisch und die kriegt von mir 0 von 10. Also, sorry, aber 2,88 von 5 bei 8 Votes am 2. November 2017. Das erste Mal drin gewesen, 26 Reminders. Ja, Leute, also, wie seht ihr das? Wreck-It Ralph in Fortnite. Ich bin genauso gespannt wie ihr. Ja. Ach ja, bitte tut mir doch mal einen Gefallen. Ja, also wirklich, ich würde mir, also ehrlich, weil ich weiß, ich kann es sonst nicht selbst beurteilen hier. Ich sehe es auch in anderen Videos nicht und die meisten anderen Streamer, die kaufen sich ja einfach da Level 100 und dann kriegt man das nicht wirklich mit. Also wer, wie ist denn das bei euch gewesen, als ihr da dieses, also wenn einer von euch Level 100 erreicht hat, das werden bestimmt ein paar sein. Musstet ihr dann auch von dort an anfangen, diesmal die XP zu bekommen, um den Wolf voll zu kriegen? Ich meine, sonst war das bis jetzt immer so gewesen, die XP, die du bis zu dem Zeitpunkt erarbeitet hast, die wurden gleich draufgerechnet und dadurch konnte man dann eben auch relativ weit kommen. Also so habe ich ja, ja, meine Totenmaske ja auch bekommen. Ja, aber... Wie ist denn das bei in dieser Season bei dem Wolf? Und noch was anderes. Ich meine, da ist es gibt ja immer diese Battle-Sterne, ne? Und Battle Pass-Sterne. Diese geheimen Banner, was haltet ihr denn von diesem Schrott da? Also ich habe mir gedacht, wow. Ich bin jetzt Level 92 und jetzt hole ich mir noch die paar Sternchen da und dann bin ich, habe ich die ganze Zeit jetzt nicht gemacht und dann bin ich Level 100. Und dann auf einmal stelle ich fest, hä? What? Wie? Gibt gar nicht für jede Woche einen Battle Pass Stern, sondern gibt es dann einen Stern, dann ein Banner, ein Stern, ein Banner, ein Stern, ein Banner. Warte, was will ich mit dem scheiß Banner? Interessiert mich der Banner da? Auch dazu mal eure Meinung reinschreiben. Und ja, wie weit seid ihr eigentlich bis jetzt? Hat irgendeiner von euch bis jetzt so ein Solo-Cup geschafft? Oder auch ein Duo-Cup? Würde mich auch mal interessieren, welche Erfahrungen habt ihr beim letzten Mal gemacht? Habt ihr auch so lange Warteschlangen gehabt? Also einfach mal reinschreiben, würde ich mich riesig drüber freuen.
Ja, wenn es euch gefallen hat, das Video, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Würde ich mich riesig drüber freuen. Abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Ender. Schaut rein, macht's gut, bis dann, tschüss.